Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Graf Zocke und herzlich willkommen in Forza Horizon 2. Im Hintergrund seht ihr die Chevrolet Corvette ZR1 von 1995. Aber bevor wir jetzt loslegen mit dem eigentlichen Video, möchte ich mich bei euch bedanken. An dem heutigen Tage, wo ich dieses Video hier aufnehme, wurde auf Tom Thompsons Kanal mein Video zu seinem Projekt Kennst du schon veröffentlicht. Und ja, die Resonanz daraus ist unglaublich. Also damit hätte ich niemals gerechnet. Und ja, auf jeden Fall einmal ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, meine Videos werden euch gefallen und ich kann euch unterhalten. Ich bin auf jeden Fall für jegliche Kritik und Anregung offen. So, in diesem Video geht es eigentlich ausschließlich um die Corvette. Die wir jetzt hier im Hintergrund sehen, ist meine persönliche Lieblings-Corvette. Die habe ich jetzt als Anfangsauto mal rausgekramt. Mit der werden wir ganz kurz ein ganz kleines Stückchen fahren zum nächsten Forza Hub und werden dann auf eine andere Corvette wechseln, und zwar die allererste von 1960, denn diesen Wagen hat sich schon einer der neuen Abonnenten gewünscht. Und ja, da ich halt auch American Muscle Fan bin, dachte ich mir, machen wir das einfach. Klatschen wir das Ding einfach zusammen. So, los geht's. Ich habe hier mich schon ein bisschen hübsch platziert, ne, damit wir hier schön mit mehr Blick, ne, haben wir auch schon eine kleine Strecke ausgedacht. Da steht die ZR1, ein wunderschöner Teil. So, los geht's. Die war ja schon in meinem Muscle Car Special dabei, die ZR1. Aber ich denke, also mir gefällt das Ding immer mehr. Wie gesagt, das ist meine Lieblings-Corvette. Und ich denke, ja genau, ich schramm das Ding erstmal hier fett an der Mauer. Nee, aber ich denke, ich werde in naher Zukunft, denke ich, auch noch mehr Videos mit dem Ding hier drehen. Tuning-Videos und. Ich habe Bock, das Ding eigentlich mal richtig so für Rivalenrennen fertig zu machen. Für Zeitenjagd und sowas. Auf Klasse A, vielleicht noch auf S1, schauen wir mal. Auf jeden Fall hat das Ding einen brachialen Sound und geht voran. Und das Design einfach, die lässt mich einfach nicht mehr los. Ja? Also das ist, glaube ich, momentan echt mein Lieblings-Chevy. Ja, quer geht's auch, die gute. Aber wie gesagt, es soll heute nicht ausschließlich um das Baby hier gehen. Da sind wir angelangt. Und ja, erfüllen wir direkt den Wunsch eines neuen Abonnenten. Wie ja erst schon angekündigt, wir sind immer noch bei Chevrolet. Aber halt, wir gehen mal von hinten ran, weil da ist sie nämlich schon, genau. In dem wunderschönen, ja, Marineblau würde ich sagen. Von 1960, Klasse D. 498 Leistungsindex, 216 kW, 394 Newtonmeter, 1400 Kilo knapp und einen 4,6 Liter Motor. Richtig geiles Teil, ganz ehrlich. Mir gefällt die persönlich auch, aber ich finde, die ist Stock zumindest ein bisschen schwieriger zu handeln. Also die hat wirklich derartig viel Newtonmeter und damals konnte man eben damit das auch noch nicht so gut auf die Straße bringen und das merkt man direkt bei dem Auto. Aber werden wir gleich sehen. Vorher will ich nochmal ganz kurz in den Shop reingucken. Ich glaube, bei Spoilern und sowas brauchen wir eher nicht gucken. Da wird es was geben. Genau, Forza-Sachen brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das sieht aus wie, ja, draufgeklebt mit hier Klebstift. Das lassen wir. Das lassen wir auch. Die Auspuffblenden. Inklusive Stoßstange, ja genau. Und hier genau, Ansaug, Hutze auf der Motorhaube. Nee, das lassen wir so. Aber jetzt wollte ich doch noch mal ganz kurz hier in Erfahrung bringen. Was haben wir jetzt hier für einen Motor drunter? Serie. Das muss ein V8 sein, gell? Das ist Serie, glaube ich, ist das schon ein V8. Ja? Aber wie gesagt, ich werde jetzt an der Kiste hier nichts machen. Ansaugmethode, ja genau, Zentrifugallader. Und genau, serienmäßig Heckantrieb könnten wir jetzt auf Allrad umbauen. Wenn wir das möchten, möchten wir aber natürlich nicht. Denn dieses Baby gehört einfach so original gelassen. Zumindest zum Präsentieren. Wenn man das Ding in den Rennen tragen will, dann sollte man das schon mal ein bisschen anpassen. Aber zum Cruisen und zum Präsentieren reicht das. Hier hören wir schon den geilen Sound. V8.
vom V8 und diese unglaublich geile Farbe und dieses unglaubliche Design. So Leute, mal kurz eine Route markieren, bevor wir jetzt hier blind starten. Gucken wir mal, ich wollte bis Nizza fahren, aber vielleicht ist es auch zu weit. Ich meine, wir sitzen in einem D-Klasse-Auto. Werden wir sehen, wie lange das Video geht. Allzu lang will ich es nicht ziehen. Ja, schauen wir einfach mal. Wenn es zu lang werden sollte, dann halten wir halt einfach unterwegs irgendwo an und beenden dann die ganze Sache quasi im Freien. Out of the city. Aber was mir an dem Wagen halt so gefällt, der ist so, zumindest wenn man ihn mal, sag ich mal, auf Geschwindigkeit, auf Reisegeschwindigkeit oder Fahrgeschwindigkeit gebracht hat, so unglaublich smooth zu fahren. Gut, dass er jetzt hier rutscht, ist klar. Alte Reifen, kein Grip, nix. Und viel zu viel Leistung. Aber quer geht die auch, aber manchmal ist es schon ein bisschen biestig. Also gerade wenn es ums Losfahren geht, wenn man da im Kurvenbereich losfährt und nicht vorsichtig mit dem Gas ist, sondern da gleich drauf tritt, dann reißt die sofort los und lässt einfach nur Gummi qualmen. Wenn wir gleich mal demonstrieren, aber vorher ganz kurz fällt mir was ein. Ich werde euch mal was zeigen. Und zwar, genau, hier will ich hin und da will ich hin, genau. Damit ihr seht, mit was für einer Schwierigkeit ich fahre. Drei-Watt-Tower, ja, sehr erfahren. Bremsen, ABS, Lenkung normal, Traktionskontrolle, Stabilkontrolle aus, Handschaltung, nur Bremshilfe. Ja, Schaden habe ich aus, weil ich einfach, ja, die Schönheit der Autos wahren will. Hört sich zwar bescheuert an, ist aber wirklich so. Und ja, zurückspulen zum Notfall habe ich auch einen. Okay. So, und dann werden wir doch jetzt mal hier irgendwo gucken, dass wir hier schön den Ariel Atom mal überholen, ne? Den V8 Jupiter mit seinem gespielten, unechten V8. Wir haben da hier richtig American Power unter der Haube. Ja, da muss er wieder vorbeikommen. Vor Transit, oh, knapp. Okay, halten wir mal ganz kurz hier an. Und machen wir, genau, mal ein bisschen Lugi-Lugi. Schönes Auto. Schönes Auto. So, und jetzt, wie gesagt, nicht vorsichtig am Gas, sondern richtig leicht. Ja. Und das meinte ich. Also, wenn man da irgendwo bei einem Rennen in einem Kurvenbereich losfährt und man fährt vielleicht tatsächlich mal in D-Rennen und lässt die Karre stock, also, da muss man schon vorsichtig sein am Start und mit dem Gas vorsichtig spielen. Damit man sich da nicht verspult, weil, gut, hier auf gerader Strecke ging es jetzt noch, ich habe auch noch ein bisschen gelenkt. Aber wenn es da wirklich richtig in der Kurve losgeht, da kann man sich auch ganz schnell mal drehen. Und von daher immer Vorsicht geboten. Das Cockpit von der Corvette hier finde ich sehr, sehr schön. Einzigster Nachteil jetzt im Spiel finde ich persönlich, dass Turn 10 den Rotton da etwas zu hell gestaltet hat. Also ich finde, das nervt schon ein bisschen, vor allem man sieht es ja jetzt hier auch schön, das reflektiert unheimlich in der Frontscheibe und das ist irgendwie einfach doof. Also ich finde es komisch, es lenkt teilweise echt vom Fahren ab. Und ja, da haben sie ein bisschen übertrieben, ein bisschen zu dick aufgetragen, die Jungs, ne? Von den Turn 10s. Aber naja, ne? Es ist nichts perfekt, alles überall gibt es Fehlerchen. Und ich denke mal, wir sollten schon froh sein, dass Forza hier so gut und stabil läuft und nicht so wie Battlefield 4 nur am Abschüsseln ist. Und ich denke, da sind die ein oder anderen Sachen noch zu vertragen. Ah, hier, wie gesagt, quer geht das Ding auch, ne? Ja, aber das ist alles so, das war jetzt eigentlich, man hat ja am Lenkrad gesehen, ja, hab ja kaum gelenkt. Das war eigentlich mehr Zufall als Können jetzt. Als die so schön rumgekommen ist. Ja, hier auch schon wieder. Naja, das Gute ist, wenn du lenkst, dann machst du auch gleich, was du willst. Also, geht schon. Und das mit einer D-Klasse, ne, Jungs? Aber wie gesagt, da gibt es halt keine Geschwindigkeit drauf mit dem Ding, ne? Ja. Ist eigentlich vom Konzept her, würde ich sagen, schon fast wie ein Roadster. Ich bin mir jetzt aber gar nicht so sicher. Muss ich jetzt zu meiner Blamage zugeben, dass ich das nicht so ganz weiß, ob es dann 1960 wirklich schon die ersten Roadster gab, also ob die als, wie soll ich sagen, dass dieser Wagen auch schon als Roadster deklariert war oder ob das halt einfach nur, ja, ein sportliches Cabrio war. Auf jeden Fall müssen wir so
gucken, dass wir hier nicht den Miata da, der schwarze in der Karre fahren. Den Renault lassen wir auch links liegen. Ne? Und dann geht er weiter. Wie sieht das aus? Jetzt sieht das gut aus, denke ich, oder? Ja, fahren wir bis Nizza durch, 4 Kilometer, was kommt man da? Zeittechnisch läuft auch gut. Denke ich, wird nicht zu lang. Komm, wir fahren mal ein bisschen Motorhaube hier. Das finde ich so geil, ey. Die Motorhaube, die hat so einen geilen Schnitt und so lang irgendwie. Macht richtig Spaß, die Kiste in der Motorhaube an sich zu fahren. Also ich bin sonst nicht so unbedingt der Fan davon, aber bei der Karre finde ich es echt toll. Ah, hier und hier merkt man es. Hier merkt man es, wie die mit dem Hintern rumschlawenzelt. Das Fahrwerk zu weich, die Reifen zu wenig Grip und einfach viel zu viel Newtonmeter auf der Hinterachse. Schon im dritten Gang. Aber von der Drehzahl her waren wir halt recht hoch. Und da merkt man schon, wie die Kiste drückt und schiebt hinten. Wenn wir einen Drift hinlegen und seht ihr mal, es läuft nicht immer perfekt, ne? Wie ich gesagt habe. Ich meine, wir verlieren zwar unsere Punkte nicht, aber das war ja kein ordentlicher Drift. Ja, und dann ist das, was ich meine. Die ist nicht ganz berechenbar. Also in dem ersten Moment, so wie es erst lief, da hinten beim Driften, da machst du sofort, was du willst. Du lenkst. Und das Ding kommt, spricht sofort an und du kannst gegenlenken und korrigieren und super klasse und toll und so wie jetzt schon wieder. Ja, aber wenn du dann einen Ticken zu schnell bist oder irgendwas, dann ist vorbei. Dann hast du sofort verloren. Und ja, das muss man einfach üben, beziehungsweise die Karre tunen. Aber ich muss ehrlich zugeben, wenn es um amerikanische Muscle Cars oder so old, so Klassiker, Oldschool Klassiker geht, auch gerade richtig Glück gehabt. Nee, dann bin ich eigentlich so ein Fan davon. Oh, das war nicht gut. Bin ich ein Fan davon, wenn man die Stock lässt, ja. Also das ist, keine Ahnung, so ein bisschen der Nostalgie entgegenkommen und einfach sagen, okay, Originalmotor bleibt drin, die Felgen bleiben drauf, das bleibt alles so wie es ist. Einfach weil die Kiste so geil ist, ja. Wenn es einfach original ist, keine Ahnung. Das ist halt so ein Feeling, keine Ahnung. Ich bin halt auch Oldtimer-Fan, Klassik-Fan und für mich gibt es da fast keine andere Form, wie so ein Auto auszusehen hat, ja. Natürlich, wenn man jetzt sagen will, oh, ich stehe total auf das Auto und ich will das Ding unbedingt in der Online-Rennen tragen, Klasse A, dass man da was machen muss, ist vollkommen klar. Dass da nicht Motortuning reicht, ist auch klar, ne? Aber wie gesagt, hier zum so rumdödeln, zum Spaß haben, zum einfach Auto genießen, würde ich die Kiste stock lassen. So, was machen wir nun? Ich würde mal sagen, gucken wir mal, vielleicht finden wir jetzt noch eine andere Corvette, die wir noch ganz kurz so ein paar Minütchen mal durch die Gegend jagen können. Auf jeden Fall sind wir immer noch bei Chevrolet. Die 2014er? Ne, die ist zu neu. Too new. Die da? Extrem viel Auswahl haben wir nicht mehr. Ach komm, die zweitälteste. Da steigen wir da mal ein, Stufe C jetzt. Von 67, wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste sie sein, genau. 67er Chevrolet Corvette Stingray 427. So, und ich glaube, wenn ihr mich nicht alles täuscht, müssten die 427 die Kubik-Inch sein vom Motor. Also quasi der Hubraum. In amerikanischer Angabe halt. Und ich glaube auch pro Zylinder, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall 624 Newtonmeter, 324 kW, 1500 Kilo und ja, 7 Liter unglaublichen Hubraum. Ja, auch ein sehr, sehr, sehr schönes Modell, der Corvette. Hat eine unglaublich geile Linienführung, finde ich. Und unglaublich geilen Klang, logisch, was will man von einem 7 Liter V8 erwarten, als dass der geil klingt. Oh, hier im Übrigen Lancia 037 kommt eventuell auch bald in dem Storm Island Video, schauen wir mal. Auf jeden Fall die Kiste hier, fühlt sich erstaunlicherweise träger an als alle beiden vorher, also als die neuere Version und als die Version von 1960.
die dreht einfach nicht so schnell hoch, aber gut, bei dem Motor ist halt natürlich durchaus möglich. Und wir sind jetzt hier schon, haben nur 4 Gänge, sind schon in unserem Maximumbereich. Und die merkt man aber auch, die zieht und drückt schon mehr als die von 1960. Da steht ein bisschen mehr Bums hinter, das merkt man, aber quer geht die hier genauso. Macht sich auch relativ gut jetzt im Stock-Zustand. Ja gut, hier, Kollege, der tut mir leid. American Muscle muss zusammenhalten, ne? Da muss man schon mal, oh, da muss man schon mal den Fiat Punto von der Straße räumen, ne? Jawohl. Ne, aber was ich jetzt halt mag, bei der 60er Corvette, da war das Fahrwerk zu weich. Ja? Also da hast du wirklich gemerkt, wie sie hinten rumschwimmt. Aber hier finde ich es schon wieder angenehm. Hier, ich meine, in solchen Situationen wie jetzt hier, das ist natürlich unvorteilhaft, weil der schlawenzelt hier wirklich um die, wenn du ein bisschen schärfer lenkst. Aber vom Fahrgefühl selber her finde ich das echt angenehm. Ja, also wenn der so weich kommt und weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich es am besten beschreiben soll, aber mir gefällt das eigentlich so. Gehen wir mal rein. Holzlenkrad. Spiegel fehlt. Also Spiegel. Ist das jetzt ein Bug oder haben wir die wirklich nicht? Doch, da. Mei, bin ich doof. Ich muss mal den Kopf drehen hier. Auf jeden Fall ein unglaublicher Sound. Ich glaube, ehrlich, wenn ich das jetzt hier so mache, ich habe mal richtig Bock auf ein Corvette-Special. Ich glaube, ich mache das. Ich werde einfach alle Corvettes, die es gibt, mal zusammenkratzen und dann mal ein Special-Video draus machen. Was haltet ihr dann davon, ne? Könnt mir eure Meinung in die Kommentare klatschen über den Vorschlag und ja, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Hier Miata, richtig, richtig geile Piste. Ey, sorry, Entschuldigung, das tut mir leid, ich wollte dich nicht anschubsen hier. Mein japanischer Kumpel. So, ich würde mal auch jetzt fast behaupten, hier schön reingedreht auf die Wiese. Jetzt haben wir 3 Corvettes gesehen. Ich denke, das reicht fürs erste mit Corvettes. Und ja, nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an den guten Tom. Dafür, dass ich da bei Kenzo schon dabei sein durfte, freut mich wirklich riesig, beziehungsweise hat mich wirklich riesig gefreut. Und wer weiß, vielleicht entsteht da ja noch ein bisschen was draus. Alles klar, Leute, dann bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wenn ihr Bock habt, schreibt mir eure Meinung auch über dieses Video in die Kommentare und jo, dann schauen wir mal, dass wir da auch eine Antwort drauf kriegen, ne? Alles klar, haut da rein, euer Graf Zocke, ciao, ciao!